Wir machen jetzt hier weiter mit dem Netz. Und zwar gehen wir da mit einem Doppelklick rein. Das Ganze wird hier unten auch schon geladen. Dauert immer so eine Sekunde, bis das Ganze lädt bzw. gestartet wird. Das ist jetzt unser sogenannter Meshing-Bereich. Hier werden wir die von uns eben erstellte Geometrie vernetzen. Und zwar gehen wir hier einmal auf das Netz, wählen hier die Flächenvernetzung aus und können unter Geometrie jetzt die neuen Flächen auswählen, dabei die Steuerungstaste gedrückt halten und das Ganze einmal auswählen und unter Geometrie anwenden. Als nächstes gehen wir auf das Netz und definieren die Elementengröße. Dafür wähle ich jetzt hier Kanten aus. Das Ganze geht natürlich auch über Rechtsklick, Mauszeigermodus und dann hier Kanten auswählen. Ich wähle jetzt folgende drei Kanten aus, Steuerungstaste gedrückt halten und wähle die drei und wende die hier wieder unter Geometrie an. So ein kleiner Tipp von mir. Ich würde jetzt als nächstes erstmal die Krümmung erfassen, ja, das wegmachen, das ja wegmachen und auf Nein klicken, damit ich halt eben hier das Verhalten statt auf flexibel auf strikt stellen kann. So, wir machen weiter mit dem Typ. Da wähle ich statt Elementengröße nun die Anzahl der Einteilungen aus und setze hier die Einteilung auf 100. Wähle hier den Verzerrungstypen. Und zwar wähle ich hier das erste von dem Dropdown-Menü und definiere den Verzerrungsfaktor, indem ich da eine 10 eintippe. Und ihr könnt jetzt hier sehen, dass die Einteilung grob am Inlet ist und zum Zylinder hin eben immer feiner. Das Ganze machen wir jetzt erneut. Und zwar gehen wir wieder aufs Netz, Elementengröße. Und wählen uns nun folgende Kanten aus. Steuerungstaste gedrückt halten. 1, 2, 3. Geometrie anwenden. Krümmung erfassen. Nein. Und das Verhalten ist auch hier strikt. Typ Anzahl der Einteilungen setzen wir hier auf 150. Der Verzerrungstyp ist dann der zweite vom Dropdown-Menü und der Verzerrungsfaktor ist auch hier 10. Na, ihr seht auch hier wieder zum Netz hin immer feiner und zum Outlet hin etwas gröber. Wir klicken wieder auf das Netz, wählen die Elementengröße aus. Und wählen uns nun folgende Kante, die obere, anwenden. Keine Krümmung erfassen. Auf strikt. Auch hier wieder Anzahl der Einteilungen. Und wählen hier eine 100. Ich wähle hier auf der Seite 100, weil der Bereich vom Inlet zum Zylinder hin kürzer ist als der vom Zylinder hin zum Outlet. Auch hier den Verzerrungstypen auswählen. Hier wähle ich den zweiten aus mit dem Verzerrungsfaktor 10. Klicke dann hier erneut auf Netz. Elementengröße. Wähle mir jetzt hier eine neue Kante aus.
Wende diese Geometrie an. Mache hier wieder meine Voreinstellungen. Wähle hier den ersten Verzerrungsfaktor, Verzerrungstypen und auch hier wieder 10. Erneut auf Netz, Elementengröße. Jetzt wähle ich die kurzen Kanten aus. Wende die Untergeometrie an. Keine Krümmung. Und ebenfalls striktes Verhalten. Hier will ich bei Anzahl der Einteilungen 50 und der Verzerrungstyp bleibt gleichmäßig. Netz, Elementengröße. Ich wähle mir jetzt folgende Kanten aus. Jetzt fragen sich bestimmt einige, warum ich nicht die Kante auswähle, sondern die untere. Da muss man einfach mit dem Programm ein bisschen spielen und gucken, was für einen am besten passt. Wähle hier auch wieder das erste und wähle da für den Verzerrungsfaktor 20. Und nochmal auf Netz, Elementengröße. Anwenden. Anzahl der Einteilungen und 100. Und auch hier Verzerrungsfaktor 20. So, jetzt haben wir alle Elementengrößen definiert und können uns jetzt hier an das Erstellen und das Benennen der Komponenten wagen. Und zwar gehe ich hier einmal auf die Geometrie. Wähle hier erneut Kanten aus und definiere mich hier als erstes das Outlet. Steuerungstaste gedrückt halten und alle Kanten auswählen. Rechtsklick Maustaste und auf Komponenten erstellen. Komponente erstellen. So, das ist mein Outlet. Ich bin auf OK. Geometrie, Kante und wählen jetzt das Inlet, beziehungsweise definieren das Inlet,
Komponente erstellen. Inlet. Das Ganze mache ich jetzt auch für den Zylinder. Und für die Symmetrie. Steuerungstaste gedrückt halten. Und alle sechs Kanten auswählen. Perfekt. Jetzt können wir hier uns nochmal unsere Komponenten anschauen. Wir haben hier einmal das Outlet, das Inlet, den Zylinder und die Symmetrien. Wir öffnen uns hier einmal die Geometrie und sehen hier jetzt Linienkörper. Den klicken wir einmal an und unter Modelltyp wählen wir jetzt thermisches Fluid. Wir gehen erneut auf den Linienkörper, Rechtsklick und wählen hier Körper unterdrücken. Jetzt können wir unser Netz erstellen. Ihr könnt jetzt entweder hier auf Erstellen klicken oder Rechtsklick Netz erstellen. Dauert wieder einen Moment. Sieht doch super aus. Ich zoome mal ran. Und ihr könnt jetzt hier sehen, wie fein das Netz um den Zylinder ist. Und außen hin wird es dann halt immer gröber.